Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde hier aus Köln. Gamescom Tag Nummer 3. So sieht's aus. Und ich habe hier nochmal für euch was am Start. Volta FIFA 20 First Look Story diesmal. Nicht vom Anfang, sondern irgendwo mittendrin, weil jemand hat auch schon angefangen zu zocken. Deswegen keine Ahnung, wo wir da jetzt uns befinden. Ja, danke an EA Sports für das EA Game Changer Programm, das hier am Start sein darf. Und ich würde sagen, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Wir gehen da mal rein und gucken mal, was jetzt passiert. Hol dir den Volta-Turnieren zusätzliche Volta-Münzen in der Volta-World. Gibt es Turniere in diversen Formen von Varianten, K.O.-Siegesserie, fortlaufend und so weiter. Also da gibt es verschiedene Varianten. Also wir müssen jetzt rein theoretisch hier 4 gegen 4 ohne TW spielen und muss versuchen, in die nächste Runde weiterzukommen. Das ist die Volta-Mission. Man merkt auch schon, egal welcher Station ich aufnehme, meistens ist es echt so, dass die Leute eine Frau erstellt haben. Alright, here we go, people. It's your boy Truth back again for EA Sports. We're literally seconds away from kickoff. So come on, get off your feet and show your team some love! Also, bin mal gespannt, ich sehe noch gerne eine Sequenz oder so für euch. Yo. Ja, aber nein. Jetzt wollen wir erstmal gucken, dass wir gewinnen. What? Sehr schön. Schieß, schieß, schieß! Rennen! Nein! Was? Sie trifft nicht? What the fuck? Ja, Mann! Bam! So muss das sein. Sehr schön. Zack! 3-0. Abfahrt! Fuck. Ja, sehr schön. Jetzt komm. Nein. Jetzt kommen sie wieder. Freien Schüsse, das sieht die manchmal werden. Das ist los. Oh, das war ein nice Pass. Respekt. Der war geil. Oh, ich hab's verbockt. Fuck. Alter, wenn der reingegangen wäre. Nein. Nee, wird auch nichts. Ja, jetzt Steilpass. Warum macht sie denn nicht? Oh, doch. Bam. 4-1. Stark. Sehr geil. Nullig. Eieiei. Okay, das war geiler Zweikampf. Nee. Hey, warum läuft er denn jetzt zurück und sie nimmt den Ball nicht? What the fuck is going on? Lulli trifft das leere Tor nicht! Nice, man! Game over! Yo, did you see that? Check the clip. So, eine 9,3 Bewertung, das ist aber ordentlich, würde ich sagen. Und ein neuer Skill haben wir auch noch am Start. So muss das sein. Wir wollen unseren Skillbaum verbessern, ist ganz klar. Ja, kennen wir alles von Pro Clubs, ist jetzt nichts Neues oder so, Leute.
Deswegen, hier ist noch gar nichts abgegeben worden. Machen wir mal hier und machen wir mal da. Ach, wir haben noch richtig viele Skills. Ja, machen wir noch ein bisschen was mehr. Warte mal. Jetzt können wir hier Übersicht, passen. Defensive finde ich auch ganz geil. Dann machen wir noch mal passen. Ah, hält sogar noch einen übrig. Na, war jetzt ja nicht besser. Werde bleibt ein bisschen besser. Ist halt schon mega geil. Oh, das ging aber früh los. Das war ja mal richtig früh. Stark. Ja, was sind das für leichte Gegner, sag mal. Da kommt mir jetzt nur so vor. Ja, was ist denn los mit den Gegnern, ey? Yo! Nein, vielleicht kommen sie jetzt. Aha, nicht getroffen, ich hab's gesoffen. Boah, was war das für ein geiler Pass? Schade. Jo, Schnieke-Tor. Aber richtig geil, Leute. Guck mal. Bam, und dann, what? Forst spielt auch noch eine Rolle mit. Bam, richtig geil. Warum sind die denn so gerade so leicht? Ich habe extra noch Schwierigkeitsgrad gerade hochgedreht. Lol. Oh! Wie kann er denn nicht treffen? Weiß keiner. Nein, sie trifft nicht. Was ist los? Leere Tor. Alter, richtig geil. Ja, das zum Thema Tricks rausgefunden, ne? Okay. Okay, sie kommen jetzt. Jetzt scheinen sie gut zu werden. Aber dann kam Onkel Nico und bam! Game is over! Boah, eine 9,9, Alter, was ist hier los? War aber jetzt wirklich ein bisschen leicht, habe ich die Idee. Ah, es gibt schöne Volta Coins. Got one more on you? Wouldn't be here if I didn't. Here it comes. Oh, nice. Jay, I uploaded that clip and people are loving it. Check the views. Hey, nice play. Good exposure. All right, look for this next game. Oh, we got, see that? Six skills. Hey, look, I get it. Right, clips are a great way to generate rep. They are not gonna get us any closer to Worlds. Us, this team will. So, let's go. Let's go, Leute. You can keep filming me. Yeah, do something cool. Also, gucken wir mal, ob wir das Turnier gewinnen können. Jetzt sind sie vielleicht wenigstens ein bisschen konkurrenzfähig, die Gegner. Oh ja, jetzt gehen sie ab. Jetzt gehen sie ab. Ja, jetzt machen sie auch mal was. So wollte ich das. Aber dann kommt hier Onkel Nico und bam. Ja, geblockt, geblockt, geblockt. Sehr gut. Hm? Oh, shit, 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 shit. Komm, Girls. Hätten faul werden können, ne? Ah, zu klein, der Kollege. Perfekt. Oh, oh. Ja.
Das sieht gut aus für mich. Wir holen das Ding, wir holen das Ding. Bamsi Bam. Geiler Fehler von der CPU, deswegen nächstes Törle. Ich hab da so richtig Bock drauf, Leute. Weekend League mit euch, Stream zocken, wenn es nicht läuft. Einfach eine Runde Volta, das entspannt so heftig. Oh. Was hat das denn für ein Schuss? Schieß doch an. Ach. Ahaha, reingeschoben, ich aus den Lupfen gedrückt, deswegen. Das war ja mal was. Lol. Das war ja mal was. So close. Aber nur close. Mehr ist es nicht. Oh, 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 jetzt haben wir's. Komm und. Was mach ich denn? Alter, sie hat sogar die Pille. Ich glaube, wir haben gewonnen. Oder? Ja, the winning goal. Durch, Leute. Das war ja easy. Das war ja easy. Das war ja mal mega easy. Ja? Toll. Bam, mal gucken, was jetzt passiert. Oh, guck mal. Wow, Parkplatz, Winner, Champions. So sieht das aus. So ein Volta-Pokal, ich gehe auch bei mir zu Hause. Nur wie kann das Logo oben ohne Halterung halten? 9,8 hat sie schon wieder. Alter, was los? Voll der Pro hier. Aber mega Pro. Krasser Scheiß. Mal gucken, ob noch eine Sequenz jetzt kommt. Ah. Heard that pop from over there. Jay, what happened? Get the camera out of my face, Sid. Oh, could be an ICL. Give me a hand. No. I got this. It's all over the place. Dude, you need a doctor. Means he will not be going to the World Championships. Which means we will not be going to the World Championships. Ja, also liebe Freunde, das war ein Ausschnitt von der Story. Ihr merkt also, das wird noch richtig spannend. Der wichtige Kapitän, der beste Spieler in der Story verletzt. Und jetzt ist die Frage, kommt man überhaupt zum großen Finale nach Tokio, glaube ich, ist das. Ja, das Volta World Champions, was auch immer. Wird also auch sehr interessant. Ich hoffe, ihr fandet den Einblick ganz cool. Macht auf jeden Fall mega, mega viel Spaß. Wir werden da beim 24-Stunden-Stream am 21. September ordentlich zocken und auch feedbacken und dann noch alles beschnacken und so weiter. Also habt noch eine schöne Zeit. Lasst einen Daumen nach oben da, würde mich freuen. Und wir sehen uns dann demnächst wieder. Euer Onkel Dico, ich bin raus.